sind hier an unserer nächsten Attraktion angekommen. Und zwar dem Heuschuhband. Und ja, das ist einfach so eine Krümmung des Colorado Rivers. Irgendwie führt mich meine Reise die ganze Zeit am Colorado River entlang. Ich weiß nicht, der Staudamm war ja auch schon da, der Hoverdamm. Der hat den ja auch getrennt. Und der Grand Canyon, der verläuft durch den Grand Canyon. Oh, es ist schwierig hier zu hiken. Und jetzt bin ich hier und schaue ihn mir nochmal an. Und nachher gehe ich nochmal im Lake Powell schwimmen. Der wird, glaube ich, auch davon gespeist. Und ja, ich glaube, ich mag den Colorado River. Oh, hier ist übrigens Sand, der ist rot. Ziemlich cool. Er ist dort unten, ganz hinten, wo die ganzen Leute sind, ist es. Ist noch voll weit. Manu. Naja, egal. Ich habe ja Wanderschuhe an. Schön dreckig. Ey, guckt an, wie meine Schuhe dreckig sind. Schlimm, oder? Wie ihr seht, sind wir jetzt da. Oh, ist schon sehr schön. Ich werde jetzt lieber da unten im Wasser sein, weil es echt warm ist hier. So, ich bin jetzt ziemlich schnell wieder zurückgewandert, weil es unerträglich warm da ist. Also nehmt auf jeden Fall was zu trinken mit. Ja, und hier oben gibt es so ein kleines Rasthäuschen. Also ist ein bisschen Schatten und hier schaue ich mir noch die Landschaft ein bisschen an. Voll schön. So, jetzt sind wir auf einer Tour in den Antelope Canyon. Da geht's rein. Also die Tür ist richtig cool. Man kann einen schönen Canyon sehen. Ich füge einfach Bilder an, die sagen mehr als Worte. Also, erst einmal, die Tour war mega cool. Ich weiß nicht, es war super, super schön. Allerdings hat, da schläft ein Obdachloser? Okay, also auf jeden Fall, sorry, da liegt irgendjemand unterm Baum, aber ich glaube, der restet sich nur. Ja, okay. Also, weiter geht's. Das hat mich gerade ein bisschen abgelenkt. Also, die Tour war mega schön. Allerdings sind die Fotos vielleicht ein bisschen übertrieben, weil genau wie es auf der Kamera aussah, war es nicht in echt. Weißt du, die Kamera kann man ja noch so Einstellungen machen mit dem Licht und so. Es war fast genauso, aber auf der Kamera sah es diesmal sogar besser aus. Sonst, die meisten Fotos in echt, ist es immer schöner. Aber hier trickst die Kamera ein bisschen rum. Aber trotzdem, es war wunderschön und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe. Eintritt war jetzt $28 für die Tour und für das Indianer, was auch immer, Volk, muss man halt auch Eintritt zahlen in ihren Park. Und ja, es hat sich aber dennoch sehr gelohnt und ich kann es allen empfehlen, wenn ihr hier seid, fahrt da einfach hin. Fahrt direkt dorthin, wo der Canyon ist und da, man muss sich gar nicht vorher anmelden, die machen alle 10 Minuten oder so, haben die Touren und dann sind die auch ziemlich günstig. Wenn man die woanders im Internet bestellt, kann das auch schon $40 oder so kosten. Naja, es war richtig, richtig cool, wie man wohl auch sieht, mein Lieblingsbild. Ja, und ich habe aber den Fehler gemacht, oh Gott, es ist so warm. Ich habe da geparkt, es war 108 und mein Auto stand da so fast 2 Stunden in der prallen Hitze und dann habe ich es angefasst und ich habe es für mich fast verbrannt, weil ich habe auch so ein dunkelblaues Auto. Deswegen, oh Gott, ich sterbe. Okay, scheiße, jetzt piept es. Also, das Problem war halt, dass das da die ganze Zeit in der knallen Sonne stand und ich habe meinen Finger, das tat so weh, ich musste mein T-Shirt nehmen, um die Tür zu öffnen. Nur mal so, ne? Und innen drin, das war einfach kochend heiß, ey. Ich bin gerade richtig froh, das ist das erste Mal, dass
ich auf meiner Reise hier einen Schattenparkplatz habe. Außer im Casino. Da war natürlich Parkhaus, ne? Aber ich stehe gerade unterm Baum. Ich habe noch nie Bäume gerade gesehen. Hier in Arizona sind überall diese Canyon, diese roten Steinblöcke, Monumente. Und es ist einfach mega krass. Also ich mag Arizona. Mein Auto hat übrigens ein Arizona-Kennzeichen, ne? Das heißt, ich mag mein Auto jetzt doch. Ich mag es nur nicht, weil es dunkel ist und deswegen wird es so warm. Oh, naja, also ich bin jetzt mit dem Antelope Canyon durch und gehe jetzt noch einmal hier in so ein Visitor Center und schaue mir ein bisschen was an und suche mir irgendwo einen Platz, wo ich baden kann. Weil hier ist ein Lake und ich möchte unbedingt in den Lake. Also, das würde mir auch schon ausreichen zum Baden. So kalt. Also, das Visitor Center ist direkt an einer wunderschönen Brücke. Und an einem weiteren Damm. Das ist der Glen Canyon Damm. Die Glen Canyon Bridge, glaube ich. Und ja, der Fluss da fließt die ganze Zeit weiter durch den Grand Canyon bis hin zum Hoover Damm und weiter und weiter. Aber ja, ich habe jetzt ein ganz schönes Stück von diesem Fluss gesehen. Ich war irgendwie die ganze Zeit an dem Fluss vorbei. Ist auch ein krasser Damm. Mal jetzt mal ernst, ne? Sieht es nicht aus wie eine mega geile Rutsche, wenn da unten das Grüne jetzt Wasser wäre? Und da so geil runterrutschen. Darauf hätte ich so mega Bock jetzt. Was ich immer richtig cool finde in den Nationalparks hier ist, dass es immer ein Junior Ranger Programm gibt. Da kriegen die dann so ein Buch und müssen da ganz viele Aufgaben erfüllen und lernen voll viel. Und am Ende, wenn sie es geschafft haben, kriegen sie so eine Bandage, also irgendwie so eine Binde, so eine Armbinde oder irgend sowas. Und ja, finde ich ziemlich nett und voll cool für die Kinder. Ich würde das jetzt auch gerne machen, aber ich bin ja kein Kind mehr. Obwohl, nee, eigentlich will ich es nicht machen. Aber wäre ich ein Kind, würde ich es machen wollen. So Leute, ich bin gerade in den Lake Powell oder Glen Canyon National Park reingefahren. Und ja, es sieht ganz schön aus. Guck mal. Das ist so der erste Aussichtspunkt. Richtig, richtig hübsch. Und ist halt der Lake und dann die roten Steine, typisch Arizona. Und ja. Was ich euch noch empfehlen wollte ist, ich habe mir so ein Annual Pass geholt für alle Nationalparks. Weil Grand Canyon allein wäre schon $30 Eintritt und Yosemite wäre 30, dann hätte ich da schon 60 und ich wollte ja noch viel mehr sehen. Und ja, so lohnt sich das auf jeden Fall. Guckt euch das echt mal an. Also es ist ganz einfach. Du kommst dann einfach so durch. Manchmal haben sie sogar eine Fastlane, nur für die Leute, die einen Pass haben. Was in Yosemite sehr gut ist, weil da immer sehr, sehr viele Leute anstehen. Da kann ich dann einfach so gerade durchfahren. Muss einmal kurz meinen Pass hinhalten und so und ja. Ja, das ist nämlich hier wieder jetzt eine Recreation Area, deswegen müsste man da auch bezahlen, aber ich habe ja meinen Pass, bla bla bla. Und ja, sieht ganz nett aus, oder? Ich finde, wir sollten mal einsteigen. Mega schön, oder? Man kann ja auch irgendwie runterwandern. Ich sehe da schon Leute schwimmen im Wasser. Da an der Boje. Und das will ich auch machen. Falls ihr euch übrigens mal fragt, was esse ich immer so? Also die meiste Zeit esse ich Brot und Cracker und sowas. Aber heute koche ich mir Pasta. Also ich habe hier so ein Herd von meiner Host Family bekommen, so ein Campingherd. Der funktioniert recht gut. Also ja, das ist das erste Mal, dass ich ihn benutze und es klappt alles gut. Und hier habe ich noch ein paar Tomaten. Und ja, das wird bestimmt ganz lecker. Yum, yum. Mal sehen, wie es schmeckt.